Willkommen zurück zu Cake Bash. Wir haben noch so einiges vor uns und ja, ich finde es einfach total süß. Wir machen weiter im Lecker-Schmecker-Modus, denn wir wollen ja irgendwie alles mal komplettieren, die ganzen Rezepte und auch die ganzen Süßigkeiten. Und ja, ich bin super gespannt, was da noch so auf uns zukommt. Natürlich spielen wir wieder wie die Couch Potato von der Couch aus. Wir sind jetzt mit dem Eclair mal dran und dann... Ah, ich kann mich nicht entscheiden. Ich nehme Claret. Oder Claret. Ich bin nicht so into Französisch. Wie immer sehr, sehr süß hier vom Level-Design. Wie die laufen. Hey, hier oben. Ich weiß. Das ist die Bestellung. So, wir sind... Ah, wieder Hochzeit. Sehr, sehr cool. Da müssen wir jetzt mal die anderen Garnierungen zusammenkriegen. Okay. Ist uns soweit bekannt. Ich nehme mal die Bäckerei, weil die Fabrik ist echt fies. Süßer Sieg, ist, glaube ich, wo man sich so prügeln muss, ne? Und dann kommt da dieser Zuckerregen oder Bonbonregen. Ja, das sieht... Genau, da müssen wir uns dann nämlich mit den anderen hier prügeln. Na, los geht's! Alles meins, meins, meins! Weg, 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 weg! Ey, 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 ey! Nein, nein, oh! Was? Hallo? Hier, Rache. Ja, prügelt euch ruhig. Ist alles mir. Ey! Ha, tut mir auch gar nicht leid. So, tschüss. Ey, 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 da liegt doch noch was auf dem Boden. Nimm doch die. Oh je, die sind echt aggro. Weg, 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 weg. Geht weg. Ha, leider daneben. Was? Oh, das war jetzt meine Schuld. Okay, das war jetzt doch knapper, als ich dachte. Aber wenigstens haben wir eine schicke Frisur auf dem Kopf aus Zuckerböhnchen und Schokolinsen. Aber die sind ja echt fies, die NPCs. Und wir können schon zum ersten Garnierungsshoppen. Das ist doch ganz nice. Ja, also das würde ich ja nie machen. Die meisten kriegen da ja echt immer das eklige Zeug raus. Das ist kein Gerücht.
Ja, kennen wir schon. Ich will kaufen. So, und zwar hier dieses wunderschöne Hörnchen, was aber, glaube ich, eigentlich weiß ich nicht, ein Sahnehorn sein soll. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Oh ja, da machen wir doch hier mal das Fondue-Spiel. Das hat doch Spaß gemacht. Obwohl Messer und Gabel ist auch cool, aber naja. Das haben wir noch nicht so häufig hier gehabt, das Fondue oder auch nicht. Das sieht so toll aus. Das ist eine goldene. Ah nein, ich habe daneben gestochen. Nein, echt jetzt? Warum? Da ist schon wieder eine goldene. Warum kriegt der neben mir die? Oh nein, keine grünen, keine grünen. Ja, das. Also, irgendwie stelle ich mich jetzt nicht gut an. Okay, endlich. So, schöne Himbeeren hier. Yes! Yes, sehr gut. Oh, ich hab was freigeschaltet. Was? Nein, ich habe was freigeschaltet. Wie cool! Ich weiß gar nicht, warum ich das freigeschaltet habe, aber hey! Das freut mich voll gerade. Das gucken wir uns später dann im Anschluss an. Aber wir müssen jetzt erstmal noch zum Kuchen schlachten. Nehmen wir mal den Strand. Der war ein bisschen abwechslungsreich. Da sind zwar Krabben, aber alles besser als Vogelkot der Tauben. Okay, Glückskeks zerschlagen, das hatten wir meistens ganz gut drauf. Sind die da irgendwie verbuggt gerade? Also ich meine, ich habe hier freies Feld, aber nein, warum habe ich es gesagt? Warum habe ich es nur gesagt? Aber ich meine, ganz schön. Ich habe hier alles so ein bisschen für mich. Da hassen sich, glaube ich, welche, aber ich weiß nicht ganz, was sie für ein Problem miteinander haben. Ja, verprügelt euch nicht gegenseitig. Ey, 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 ey. Super, jetzt hat mich noch der Ball getroffen. Da kommen die Krabbis schnell weg, schnell weg. Ey, 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 ey. Ja, ich glaube, die können mich nicht mehr einholen, aber trotzdem mache ich hier. Ey, ey, blöde Krabbe. Ich weiß ja nicht, was die NPCs miteinander ausfechten, aber die mögen sich heute nicht. Das kam jetzt zugute. Okay, das ist ein großer Abstand, mit dem ich gewonnen habe. Oh, wir haben schon wieder was freigeschaltet. Yarsi-Geschmack.
gucken wir uns alles im Anschluss an. Und ja, ich freue mich gerade umso mehr, dass ich noch mehr Schokomünzen habe, um jetzt wieder ordentlich Garnierungsshoppen durchzuführen, ne? Gibt's denn noch so ein Horn? Ja. Aber lass erstmal. Ey, der hat mir das gekauft. Nehmen wir noch ein süßes Schleifchen. Weil wir wollen da ja auch gucken, wie das aussieht, wenn dann die drei Garnituren sich zusammenfügen, ne? Ich habe einen einfach im Vorbeigehen aus Versehen gerade geboxt. Ja, ich glaube, ich bin jetzt überstimmt, aber gut. Nein, ich bin nicht überstimmt. Ja. Ich habe gewonnen, würde ich mal meinen. Finde ich irgendwie schräg, dass die anderen jetzt nicht durchgekommen sind. Aber gut. Versuchen wir unser Glück nochmal mit flotte Füllung. Das ist ja am Anfang ein bisschen schief gelaufen. So, leckeres Gones, leckeres Gones. Oder Wookie Pies. So, lecker, lecker, lecker. Ordentlich gefüllt. Wunderbar. Das klappt doch jetzt ganz gut. Oh nein. Was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Egal. Ich weiß nicht, woran es gerade lag, dass es einmal nicht so gut geklappt hat, aber juhu, ich habe gewonnen. Yay. So, das nächste Kuchenschlachten steht vor der Tür. Mal gucken, welche Disziplin. Obsttorte. Na gut, komm, Gur. Das Obst hast du dir doch verdient. Ich weiß nicht, die Fabrik mag ich irgendwie nicht so gern. Ich sehe zwar, dass die einen gewissen Kniff hat, aber ich weiß nicht. Irgendwie sind die anderen Sachen für mich irgendwie ein bisschen schöner gestaltet. Gut, also ab in den Pudding werfen und ja, macht mal ein bisschen Platz. So, einfach mal Konkurrenz ausschalten. Warum hänge ich jetzt hier an dem scheiß Streuer? Nein, das ist meine. Oh nein, 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 die Taube kommt. Warum ist die hinter mir her? Ich bin gar nicht lecker. Hallo. Oh Gott, nein, ich hab's da reingeworfen. So, komm, das ist doch... Nein, das ist meine. Yes. Oh nein, da ist schon wieder die Gurte. So, super, ich krieg aber erstmal was... Ja, ja, natürlich. Gold, Gold, Gold. Ja. Nein, nein, das ist mir. Nein, das ist mir. Das ist, ja, das ist mein. Es hat geklappt. Oh nein, 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 nein.
Oh Gott. Yes. Alles klar, dann können wir uns jetzt wieder zum Garnitur-Shoppen begeben. Hoffentlich können wir jetzt bei beiden die Triple voll machen. Und danach kann ich ja immer noch wild durcheinander kaufen. 4. Oh, wir haben was freigeschaltet. Und oh, es ist ein Schirm. Es ist ein Schirm. Und eine schöne Schleife. Ich bin wunderschön und ihr nicht. Oh, was Neues. Heute habe ich nur Glück. Bakewell Ballet. Da bin ich aber mal gespannt. Neues Spiel. Wir haben 2 oder 3 neue Geschmacksrichtungen freigeschaltet. Ich bin fasziniert. So, Bakewell Ballet. Wirf eine Kirsche ein, die... Achso, wirf eine Kirsche ein in die Mitte. Wirf eine Kirsche in die Mitte des Törtchens. So, mit L bewegen, um auf die Mitte des Törtchens zu zielen und X, um eine Kirsche zu werfen. Gut, da oben ist wohl so ein kleiner Holperer. Also das heißt nicht eine Kirsche ein die Mitte, sondern eine Kirsche in die Mitte. Aber gut, hat wohl jemand beim Korrekturlesen nicht so richtig gesehen. Ist nicht so schlimm. Oh. Okay, das bewegt sich sehr schnell. Ich find's gerade schon absurd wieder. Nein, wie süß das, wie die Tat guckt. Ich wär voll daneben, aber ich bin gerade fast fasziniert. Yeah, ich habe noch getroffen von dem Minispiel. Das hier Tarts Ballett tanzen. Und, nein! Okay, das muss man... Oh Gott, das muss man hier total üben. Ich habe nur 5 Punkte! So, jetzt habe ich wenigstens 10, aber... Nein, meine Kirsche ist im Nichts. Oh, das war gar nicht schlecht. Oh Mann. Okay, ich habe nicht so gut abgeschnitten, aber wenigstens haben wir jetzt das Rezept zum Üben freigeschaltet und ich war eher total fasziniert von den ganzen Eindrücken, weil Tarts einfach Ballett getanzt haben. Und ja, muss ich ein bisschen üben, war ein bisschen tricky, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Oh Gott, wie sehen denn die anderen aus? Ist mir gar nicht aufgefallen. Komm, die Fabrik. Weil den Strand hatten wir schon, damit da noch ein bisschen Variation zumindest reinkommt. Ah, Wunderkerze. Okay, da hatte ich jetzt gerade eben gar nicht drauf geachtet. Wunderkerze ist ganz gut. Ey. So, ist meine. Oh, wie gemein. Komm, jetzt der Stern, der muss mir gehören. Ja. Super. Oh, da hat jemand Kohle reingeworfen. Super. Ah, oder man kann hier diesen Knopf drücken. Sehr gut. So, meine... Nein, der Stern war mir. Verbrennt doch.
Noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Nein, nein, nein. Nein, der hat mir den Stern gestohlen. Yes. Wenigstens zweiter. So, jetzt geht's zum Garnierungsshoppen. So, jetzt einfach ordentlich eindecken. Leute, da war wenig Garnierung. Yay! Wir sind auf Platz 1, weil wir am leckersten geschmeckt haben. Obwohl ich sowas Übergarniertes nie essen würde, weil das ist doch... ist sonst zu schade. Aber wir wissen, dass das hier alles ein bisschen überspitzt ist. 180 Punkte habe ich. Meine Güte, der Schirm hat mir echt 100 eingebracht. Krass. So, wir wollen aber ja nochmal gucken, was wir freigeschaltet haben. Also hier war auf jeden Fall Claire Royale. Oh nein, ein Schnauzer und die Perlen. Und die Spritztechnik, das ist so cool. Einfach, dass es da so verschiedene Designs gibt. Obwohl der Schnauzer hätte vielleicht nicht sein müssen, aber cool. Claire Royale, passt auch. Okay, vielleicht deswegen der Schnauzer. So, wir hatten aber hier auch noch Ringo. Ja, ich weiß nicht, wie man es... es ist irgendwie französisch. Aber richtig cool, so ein Brandteig. Ring mit das sieht so cool aus. Wahrscheinlich mit Sahnefüllung oder irgendwie so einer Vanillecreme. Also bestimmt Brandteig. Also super cool. Oder Hefe oder irgendwie sowas. Aber es ist so mega gemacht, dass da jetzt auch noch so andere Gebäckarten einbezogen werden. Mega, mega cool. So, dann würde ich sagen, war es das auch wieder für heute. Die Hände von uns sind klebrig genug von dem ganzen Geprügel. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.